Servus und hallo, wir sind heute auf dem Betzenberg und spielen unsere FIFA 15 Spieltagsprognose 1. FC Kaiserslautern gegen den VfL Bochum. Heute zu Gast bei mir auf dem Betzenberg ist der Florian. Hallo zusammen. Ja, jetzt würde ich sagen, grandiose Zweitliga-Action hier. Das ist, die Fans von 1. FC Kaiserslautern erwarten hier ein ordentliches Ergebnis diesmal. Das ist das dritte Spiel in Folge, Scheiße. wo wir Regen haben. Ah ja, ja, schön. Ja, ich möchte es ja nochmal betonen. Oh, lauf, ey. Naja, komm. Nein, das war viel zu schwach geköpft. Was soll das denn? Das wäre zumindest schon mal die erste Chance gewesen. Ecke. Und die Ecke. Na, siehst du denn jetzt an dem Mikrofon? Hä? Siehst du gerade näher am Mikrofon als gerade eben? Nein. Okay. Klang gerade ein bisschen intensiver. Sehr gut. Ball abgeluchst. Durchgespielt? Nein, doch nicht. Ah, fast. Ah, Elfer. Hab ich jetzt verfallen lassen für den Elfer. Wir haben hier keinen Elfmeter. Hier werden auch keine Elfmeter verteilt, weil in der zweiten Liga gibt es keine mehr. Die sind abgeschafft. Nee, sind aus. Alle. Die hast du schon alle aufgebaut für den Spieltag in der ersten Liga. Ja. Ja, wirklich? Ja, leg dich halt hin, du. Geh mal weg da jetzt. Ja. Also das war ja mal übertrieben hartes Reinsteigen gegen mein Lakic. Also wirklich. Völlig zu Recht, wenn nicht sogar eine Rote. Mr. Oder Bulu. Ja, dann. Hier, wir machen uns nicht über meine ausländischen Spieler lustig, ja? Guck dir das an. Oh, ja, schön, hä? Oh. Ja. Aber die haben sich ja danach noch lieb gehabt, ne? Ja, also, das ist so, als wenn sie sich geküsst hätten. Ja. Da würde ich mir mal Gedanken machen. Ja. Wenn ich mal, ey. Scheiße. Ja, am Ende steht der Ballverlust hier vor der Tür. Shit, was war das denn? Ist der nochmal aufgehoppelt? Oder hattest du deinen Fuß dazwischen? Ja, hattest du deinen Fuß dazwischen. Abgefälscht. Hä? Warum komme ich eigentlich heute überhaupt nicht, aber überhaupt nicht an irgendwelche Spieler ran? Das gibt's doch nicht, ey. Ach, du stehst aber auch hinten. Wie viel hast denn du da in der letzten Reihe stehen? Ja, acht alle Stück elf. Oder was? Hä? Acht Stück oder was? Alle elf. Och, verdammt. Wo ist eigentlich der Chris Löwe? Den hab ich noch gar nicht gesehen. Ach, war. Oh ne, ein Ball abgeluchse, wirklich. Das. Aber keine Chance, gell? Das ist. Nein! Oh, das ist ärgerlich. Komm, steh aufregend, es geht gleich weiter. Ah, da zeigen sie nochmal Ring. Oh, das. Naja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, so lange ist es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Wie, was soll das heißen? Komm, nimm doch. Ey, geh doch zum Ball! Heißt, da stehen die vor dem Ball und. Genau. Da freut sich der so, Trainer. So, bevor du jetzt wieder durchläufst hier. Nein, abseits. Na. Scheiße. Der wäre eh nicht ins Tor gegangen. Na, ich hab den erst voll genommen, als ich gesehen habe, dass schon im Abseits stand. Also dann. Ich wäre ansonsten durchgelaufen, der hätte nicht direkt versucht zu verwandeln. Ja. Hm, ist klar. Ja, ist so. Ja. Ist so. Ich kann Fußball. So. Hm. Ja. Da werde ich zum Ernie. Sehr gut.
Das ist es, sagt er. Hört mir zu, das ist es. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ach, ich gönn's den Kaiserslauterer-Fans. Wirklich. Lauterer-Fans. Ja, egal. Ich gönn es den Roten Teufeln. Allesamt. Oh, da fehlt mir aber ein paar Vokale in dem Vornamen. Schritt ran. Das kann halt nicht jeder so einfach heißen wie du. Was? X der Prinz X? Ja, ja. Es gibt nicht viele, die zwei X in ihrem Namen haben. Ja, so steht's auch an der Klingel. Ja, freilich. Ja, ja. Der Postbote wisst doch nicht, wo es hinschicken soll. Och, nein, die falsche Taste gesucht. Oh, und jetzt auf direkten Konter. Glaubst es? Oh, da ist er gestolpert, hä? Das tut auch. Ich mag nicht mehr. Ich mag das Spiel nicht. Ohne Scheiß, ich schmeiß das aus dem Fenster. Ich... Aha, es gibt Ecke. Sehr gut. Du brauchst gar nicht so den Arm zu heben. Ja, genau. Sag's deinem Mitspieler, dass er dran schuld ist, dass ich Ecke habe. Ah, da ist Löwe. Löwe, Ecke. Kein Tor. Schade. Was war jetzt? Halbzeit. Okay, alles klar, damit kann ich leben. Kurz vor der Halbzeit das Führungstor geschossen. Oh, hervorragende Bilanz. 59% Ballbesitz und 7 Schüsse. Okay, nur 2 davon aufs Tor, aber das sind immerhin noch ein paar mehr, als der Gegner in der Lage war. Ich hab doch gehört, du hast noch getrunken. Warte, ich lauf wieder zurück. So fair müssen wir bleiben. So. Anstoß. Weiter geht's. Ja. Eieieiei. Da war kein ans Ball, kein Rankommen an den Ball. Guck mal, jetzt zeigt er auch noch aufs Knie. Ja, der soll sich nicht so haben. Ja, es tat weh. Ich würde ja sagen, der Rasen ist ungewässert, aber das ist er ja nicht. Boah. Wenn man sich das hier anguckt. Oh, guck's dir an. Wehgetan hat's. Wenn ich das meiner Mutti hier erzähle, Junge. Ja. Oh, jetzt haben wir schon 2 gelbe Karten. So, das hat nicht so funktioniert, wie es vielleicht gerne gehabt hätte. Ach, ey. Hast Freistoß. Warum? Ich habe ein bisschen gezogen. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich fand dein Trikot so schön, ich wollte auch eins haben. Ja, www.google.de. So. Und wer war als letztes dran? Ah, du, ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ecke. Xerdan-Lage. Da macht's noch. So. Immer noch zu weit in den Fünfer. Na gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Da schießt sie aber auch butterweich. Der Chris Löwe. Das ist doch klar. Warum nicht? Oder so. Es war anscheinend alles geplant. Scheiße. Ah, da kam er noch ran, der Sippel. Drangekommen ist er noch. Mensch, guck dir das an, wie er die Hand noch hoch. Ach nee, ist voll gegen die Stirn. Okay, ist auch okay. Ist auch okay. Nee, also, Hauptsache gehalten. Bin dann so wählerisch. Schaut auch aus, gell? Bin dann nicht wählerisch. Ist okay. So schaut er auch aus. Lokführer streiken von Mittwoch auf Montag. Sagt mir gerade Spiegel Online. Soll ich dir mal was sagen? Lokführer, die mittlerweile nur noch auf den Knopf drücken müssen, damit der Zug hält. Fickt euch doch alle, echt. Also unser Haushalt ist auf die Züge angewiesen, das bekommt man gerade so ein bisschen mit. Ah, wirklich, ey, das ist... Verdient ihr schon nicht genug dafür, dass er sowieso die ganze Zeit am Steuer pennt? Echt. Was soll das denn? Ecke. Was soll das denn, ey, wirklich? Die GDL, das ist so ein Drecksverein, wirklich. Die können nicht mehr. Was also wir hier gerade ist hören, der ist, das, für die Lokführer. Ist das, wir regen uns darüber auf. Ja, wir regen uns darüber auf. Wieder gestreikt wird, aber
Aber das kann doch dir egal sein. Du hast ja auch ein Auto, da ist es egal. Dann musst du halt mal beim Auto fahren. Ja, aber meine Frau fährt ja jeden Morgen mit dem Zug. Das ist. Und von Mitt. Vor allen Dingen von Mittwoch bis Montag. Der ist echt gestolpert. Geil. Echt, Entschuldigung, das Montag. Muss jetzt sein. Dein Spieler ist beim Laufen zum Ball. Egal. So, was ist mit Mittwoch? Die streiken von Mittwoch bis Montag. Die streiken fast eine volle Woche. Die haben sie doch nicht mehr alle, ey. Diese. Ach, die Post. Haben sie einfach nicht mehr alle, echt. Sind die immer noch in Kaiserslautern, ja? Vor allem, wo findest du die Zeit, jetzt Spiegel zu lesen? Ja, es kommt immer drauf an, was für ein Gegner hat man. Ja, ja, schönen Dank auch, ey. Echt? Haben die eigentlich eine Facebook-Seite? Die GDL? Weiß es nicht. Ja, wir können doch. Ja mal einen Aufruf jetzt starten, dass hier alle jetzt auf die GDL-Seite gehen und da mal einen Kommentar ablassen, ne? Ich schau grad mal, ich google auf Facebook. Warte. So, GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Eine geschlossene Gruppe. Schade. Die wissen schon, warum sie geschlossene Gruppe ist. Oh, ja, damit solche Leute wie wir dann nicht böse Sachen schreiben können, ja? Richtig? Wahrscheinlich. Ach, das ist doch kein Abseits gewesen. Jetzt. Ich möchte bitte der Gruppe beitreten. Ich habe ja, die Beitrittsanfrage geschickt. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Wenn die dich aufnehmen, dann... Ich möchte bitte sofort angenommen werden, damit ich meinen Unmut kundtun kann. Das ist geil. Vielleicht haben sie ja die Gruppe deswegen geschlossen. Ja, mit Sicherheit. Das ist... Das Einzige, was die machen, ist... Die ficken ihre eigenen Kunden, ey. Wenn sie die zahlenden Kunden nicht hätten, hätten sie überhaupt nichts verdient. Weißt du? Da fahren wir zukünftig nur noch mit Fernreisebussen. Na, klotzt doch blöd. Nee, da hat sich doch die Deutsche Bahn auch eingekauft. So. Total sinnlos, es war doch kein Abseits. Was soll das denn? Du, das ist genauso wie wo sich die Bahn über mitfahrgelegenheit.de aufgeregt hat, da haben sie jetzt die Seite einfach gekauft, ne? So kann man es auch machen, ne? Das halte ich für gefährliches Halbwissen, das habe ich noch nicht gehört. Doch, doch, die haben die aufgekauft. Deswegen haben doch die jetzt auch Gebühren. Und die deutschen Bahnangebote. Muss ich mal gucken. Oh. Das war. Ey, nee. Oh, Außennetz auch noch. Ich versuch's mich hier mit aller Macht zu stoppen. Komm, Stöger, hör auf zu nölen. Geh wieder zurück auf deinen Platz, damit wir hier nicht in der letzten Minute noch ein Tor kassieren. Also ganz wichtig für die Zukunft, wenn ihr mal gegen uns spielen wollt, ja? Dennis kann man mit solchen Fragen dann aus dem Konzept bringen, weil dann googelt er, während er spielt. Das ist geil, echt. Gut zu wissen. Vor allem guckt er die ganze Zeit, ob seine Gruppenanfrage angenommen wurde. Echt, ey, wirklich. GDL, Junge, ihr seid solche... Gewerkschaften, ey. Generell. Wirklich. Echt. Gewerkschaften. Das Krebsgeschwür der deutschen Wirtschaft. Könnte ich wirklich platzen. So, dankeschön. Ja, kannst du ruhig mal die Abmod machen. Ich? Nee. Ich mach das nicht. Ich hab hier zu tun. Ich muss jetzt hier gerade... Oh, hier, die Minions kommen ins Kino. Hm. No. Ach, hier steht es mit, nachdem du gegoogelt hast. Ja, hä? Ja, hat er gesagt. Ja, hat er gesagt. Ja. Ja. Alles klar. Gut, dann sage ich mal herzliches Dank fürs Mitspielen. Und an der Stelle ist mal eure Meinung wichtig. Was haltet ihr von den Bahnstreiks? Verdient Lokführer nicht schon genug? Ich würde das gerne mal wissen, wie ihr dazu steht. Schreibt es in die Kommentare. Alles klar. Das war das Wort zum Sonntag.
Das war ein Wutaufstoßer. Ich muss immer rülpsen, wenn ich richtig wütend bin. Das ist so ein Gewerkschaftsrülpser gewesen. Das hat man richtig gemerkt. Kam Galle mit hoch. Na gut. Alles klar. Also nochmal. Herzlichen Dank fürs Reinschalten. Herzlichen Dank fürs Mitspielen, Florian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim Samstagsspiel mit Red Bull. Nee, sorry. Rasenballsport Leipzig. Oh, da bist du aber ganz schnell wieder rausgekommen, gell? Ja, muss man ja. Gut, alles klar. Reingehauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.